Einfach so. Vollgas durch Parkhaus. So, da hinten war ja keiner. So. So. Also für Vollgas ist das hier tatsächlich gar nicht. Nimm mit. So. Acht. Hier war einer. Neun. Nein. Scheiße. Och nee. Ach Mann. Ich brauche mal einen neuen Stallion hier. Okay, jetzt. Hab ja gesagt, ich hätte gerne eigentlich einen neuen Stallion. Hab den Schnelle King gefunden, deswegen habe ich es einfach mit dem gemacht. Aber wie gesagt, das macht er nicht mehr so lange mit hier. Du musst ja auch ab und zu mal an eine andere Fahrzeug, oh, wie gesagt, aus dem Weg schieben. Und da brauchst du halt auch ein Auto, was ein bisschen was ab kann. So, jetzt fahre ich einfach so, dass ich da nicht großartig drehen muss. So. Hier ist nichts mehr. Gut. Oh. Danke. So. Achter. Neuner. Oh. Zehn. Elf. Zwölf. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Ja, auf jeden Fall hat mehr Zeit. Das ist gut. Ich glaube, schaffen wir. Oder könnten wir schaffen. Jetzt müssen wir bloß noch den kriegen, ja. Ja. Mission erfüllt. Super, irrsinn Stunt-Bonus. Okay. Haben wir das auch geschafft. Speichere ich gleich ab und dann machen wir das. Gut. Machen wir so. Würde ich einfach mal sagen. Save die Safe Safe. Gut. Vollgas durchs Parkhaus. Haben wir. Gut. Warte mal. Jetzt. Ja, jetzt fehlt bloß noch die Asitoys-Mission. Die ist ja richtig easy eigentlich. Und noch ein paar Päckchen. Theoretisch. Wie viel sind das überhaupt noch? Warte mal. Die Päckchen haben wir mittlerweile hier auch alle gespeichert.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Päckchen werden, wenn es auch bloß noch. Also Arcee Toys und acht Päckchen. Und dann bloß noch Missionen in Staunton Island. Ja, das fand ich ja schon mal gut. Wir meinen jetzt kurz die Waffen mit hier wieder. 727 Granaten dabei. Für Molotows 100 immerhin. Naja. Passt schon. Würde ich mal sagen. Machen wir Donald Love jetzt. Oh. Cheater. Cheaty. Du bist mein. Schön über die Füße noch hier fahren. Das ist jetzt eh unfähig, ein Fahrzeug zu fahren. Deswegen braucht er es dann auch nicht mehr. Haben wir es gerechtfertigt, dass wir ihn dem geklaut haben. Gerade. Wow. Huch. Auto gleich kaputt schon wieder. So. Ja, hier ist Donald Love. Der wohnt in unserer schönen Villa, ist ein reicher Typ. Die Befreiungsaktion. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Alles klar. Do whatever it takes. Das hat was zu sagen. Mit einem Wagen der Kolumbianer kommst du bei denen da rein. Was haben die geschrieben hier? Mit einem Wagen der Kolumbianer kommst du in ihren Unterschlupf rein. Im Norden in Fort Thornton findest du einen. Brauche ich gar nicht. Hab einen in der Garage. Ist der Grund, warum ich den einfach in der Garage parke? Weil ich da weiß, dass wir den brauchen. Ja. Also Cheater abstellen, wenn ich noch Heile hinkriege. Und dann. Jetzt machen wir noch Flashback hier rein. Dann nehmen wir den Kartellwagen. Nein, den Kartellwagen. Da wo du dran standest gerade. Den hier, genau. Du darfst ihn jetzt mal nehmen, Claude. So, erstmal das Grobe ausschalten hier. So, okay. Das is ist es jetzt schon mal. Erstmal die ganzen Leute hier, die haben nämlich harte Waffen und ja, die machen schon ein bisschen Aua. Gut. Ja, wir müssen jetzt diesen Asiaten finden. Das Problem ist, der kann jetzt in einer dieser sechs Garagen hier sein. Es ist komplett zufällig wo. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir ihn kriegen. Aufmachen.
Und wenn es falsch ist, dann müssen wir ihn erschießen. Mal kurz gucken, wir können auch die Waffe hier theoretisch nehmen. So. Wir sollen aufpassen, dass er. Nein! Ups! Ups!